Hallo Freunde, chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. Wie ihr wisst, habe ich ja vor kurzem das Escobar Fold 2 bekommen. Also das ist ja ein umgelabeltes Samsung Galaxy Fold. Nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, das hatte ich hier in meiner Hand. Ja, und da gibt es noch ein Review. Ich habe nochmal Informationen diesbezüglich für euch. Das Thema ist noch nicht abgehakt. Ich bin auch noch gar nicht dazu gekommen, das gesamte Zuschauerfeedback jetzt mir durchzulesen, weil es ein bisschen viel ist. Und dann muss ich gleich sagen, ich habe leider auch keine anderen Informationen über das Escobar Fold. Das heißt, ich weiß, es gibt Leute auch aus Deutschland, die bestellt haben, schon im Dezember, die sehr lange warten, habe ich über Instagram was gelesen, das tut mir auch total leid. Welche haben halt nur das Buch bekommen, welche bekommen gar nichts. Und ich kann da leider auch nicht mehr Informationen sagen. Es gibt keinen besonderen Trick, warum ich mein Fold bekommen habe, mein Samsung Galaxy Fold. Gibt es keinen besonderen Trick. Schreibt den Kundenservice an. Schreibt den Kundenservice an und geht denen auf die Nerven. Mehr kann ich da im Moment leider auch zu nicht sagen. Okay, aber diesbezüglich gibt es übrigens auch noch Hintergrundinformationen. Da mache ich dann morgen aber ein Video, weil heute geht es, es geht um was ziemlich Artverwandtes. Es geht halt wieder darum, dass man halt günstig einen Samsung Galaxy Fold reinbekommt. Aber vorher möchte ich mich noch bedanken. Es gibt wieder Unterstützer. Ich will es nicht unerwähnt lassen, das wäre ja unfair gegenüber den anderen Unterstützern. Deshalb das jetzt gleich mal vorangestellt und danach steigen wir voll ein. Das wird super spannend, sage ich euch so, wie es ist. Und ich muss euch unbedingt erzählen, ansonsten scrollt halt vor, wie ich darauf gekommen bin. Auf das Angebot, was ich euch gleich vorstelle. Das ist der Zufall aus der Hölle. Das ist wirklich unklar. Aber jetzt noch ganz schnell halt ein paar Unterstützer. Also Leute, die über PayPal gespendet haben. Da habe ich immer so einen Link in der Videobeschreibung. Und gibt es immer Leute, die finden das. Julian hat 10 Euro gespendet. Danke, Julian. Und er schreibt, hab bei deinen Videos über das Fold echt mitgefiebert. Mach weiter so. Mache ich. Oh, was haben wir hier noch? Albert hat auch 10 Euro geschrieben. Ach, Quatsch. Albert hat auch 10 Euro gespendet. Hat keine Nachrichten gelassen. Danke, danke. Und zu guter Letzt haben wir noch den Alfred. Der ist mit 5 Euro dabei, hat das aber auch als regelmäßige Zahlung eingestellt, also monatlich 5 Euro. Das ist echt super nett. So können zukünftige Projekte halt finanziert werden und so, ihr wisst ja, Technikkanal. Da ist das nicht ganz so einfach, immer die Produkte reinzubekommen. Schön. Diesbezüglich, ja genau, nicht nur Produkte. Zum Beispiel ja auch, ich habe es ja auch mal in den einen Video ein bisschen erklärt, dass ich auch viel verschenke und auch warum ich das so mache. Ist halt alles nicht ganz so einfach, wenn man selbstständig ist. Und in dem Zusammenhang, ich habe ich habe heute ein Giveaway aufgelöst. Und zwar das Wago VX3. Ein Telefon, was ich echt hart gefeiert habe. Und das hatte unglaublich viel Teilnahme, damit habe ich gar nicht gerechnet, das war echt viele. Aber es kann halt nur einer gewinnen, aber das nächste kommt auch gleich, wenn ich Zeit habe. Ich habe schon das nächste, habe ich mir schon ausgesucht, was ich jetzt Gewinnspiel draus mache. Deko, den habe ich gezogen, der hat das Telefon gewonnen. Also schick mir bitte an moshes@wireme.com, aber von deiner Adresse, mit der du dich angemeldet bist, schick mir bitte deine Adressdaten, dann schicke ich dir das per DHL zu. Jetzt zum eigentlichen Thema. Ihr kennt ja inzwischen die Sache mit den Escobar Fold. Escobar hat unter eigener Flagge, also gerebrandet, eben das Samsung Galaxy Fold 2 vertrieben. Und zwar günstig für rund 400 Dollar. Je nachdem, welche Version man bestellt, die verschicken offensichtlich immer das gleiche. Aber das haben wir dahingestellt. So, gibt es einen riesen Hickhack, weil die meisten bekommen es nicht. Ich habe es bekommen. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es im Großen und Ganzen ist es ein Glücksspiel und man kauft halt für 350 Euro ein Ticket. So, ich habe bisher auch noch kein Feedback bekommen, dass außer ich es ein anderer Deutscher halt irgendwie bekommen hätte. Es gibt ja ein paar YouTube-Videos diesbezüglich. Schön, aber das ist nochmal ein anderes Video. Ja, da reden wir später nochmal drüber. Nun habe ich aber was gefunden. Jetzt, wie? Ich war auf Instagram unterwegs. Ha, wirklich. Na, stehen immer so die letzten Abonnenten stehen da immer so da. Und ich klicke manchmal einfach so auf irgendeinen Abonnent drauf und gucke mir halt sein Instagram-Profil an. Was sind denn das eigentlich für Leute, die halt so meinen Kanal abonnieren auf Instagram? Weil auf Instagram habe ich gerade mal 500 Abonnenten. Das mache ich echt nur aus Jux, so für die Kern-Community. Ja, sind ja nicht viele. Und da schaue ich mir das halt manchmal an. Und da habe ich mir das Profil von Nedjartek, ich denke mal, spricht man so aus. Habe ich mir mal einfach mal angeklickt. Das war einfach reiner Zufall. Zumal ja auch Tech fand ich sowieso interessant. Also, das ist vielleicht auch ein Tech-Channel oder sowas. Oh, 30.000. Und ich gucke mit 500 rum. Naja, okay, gut. Habe ich mir das mal angeschaut, was das hier eigentlich so ist. Und dann neben halt Frau fand ich das Nature Fold 2 Plus. Ganz ehrlich, ich dachte am Anfang, das wäre halt so ein Trollding vom Escobar halt. Ich dachte, naja, der Instagrammer halt, der trollt jetzt so ein bisschen Escobar und sowas und nimmt einfach halt ein Foto vom Samsung Galaxy Fold und schreibt jetzt drüber sein Instagram-Name und nennt es Fold 2 Plus. Okay. Nun
So ist es aber nicht. Ich weiß, was ihr gerade denkt. Ich weiß es. Also der Laden existiert. Das heißt, das ist nicht nur ein Instagram-Profil. Das erklärt ja auch die ganzen Abonnenten. Sondern es ist ein Online-Store. Aus Deutschland, wohlgemerkt. Also keine USA-Schweden-UK-Kooperation, so wie es bei Escobar ist. Sondern es ist halt ein ganz normaler Online-Store. So, dann wären wir hier. Gewinnspiel, hast du gar nicht gesehen. Die sogar auf Amazon verkaufen. Da gibt es auch entsprechend halt ein Verkäuferprofil. Ja, ja, ja. Und hier ist die Zukunft wird gefaltet. Infos. Also nicht nur, also die haben mehrere verschiedene Produkte davon abgesehen. Das Ford ist jetzt, sag mal, mehr der Aufhänger. Den Store gibt es schon eine Weile. Können wir uns gleich das Amazon-Profil nochmal anschauen. Aber wir kommen sofort. Wir gehen straight praktisch auf das Wichtigste, worum es hier eigentlich in dem Video thematisch ja auch gehen soll. Das Neja Fold 2 Plus 5G, was natürlich auf den ersten Blick in Samsung Galaxy Fold ist. Ich meine, die Landschaft der faltbaren Telefone ist überschaubar. Daher war es jetzt keine große Recherche dafür notwendig. Okay, auch das ist gerebrandet, wie wir sehen können. Die Rückseite ist halt golden, da ist dann halt das Logo drauf. Das ist jetzt hier eine JPEG aus, gibt auch noch ein Video. Und jetzt wird es natürlich sehr interessant. Der UVP 2079, das ist nur großzügig, 2100 bei Samsung. Bei Amazon im Moment, die hatten ja eine Verkaufsaktion für 1,8 oder 1,9 vor kurzem gestartet. Und ist jetzt nun wieder zurückgesprungen, kostet bei Amazon auch wieder 2,4. Bei Saturn Media Markt & Co. 2,1. Also 2100 Euro. Wir wollen ja hier uns nicht in Abkürzungen verlieren. Okay, die, hier steht's ja, bieten das für 889 an. Okay. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt, dass sie jetzt auf der gleichen Welle reiten wie Escobar. Wobei, man muss das differenziert betrachten, auch bei Escobar muss man sagen, unterm Strich weiß man nicht, Moment, was das Ganze soll. Ich habe es jetzt erstmal einfach mit meinen Erfahrungen, das ist dann aber eher eine Meinung, habe ich das als Glücksspiel im Moment deklariert. Aber im Großen und Ganzen weiß bei Escobar nicht. Schön. Wir sehen aber auch gleich einen deutlichen Unterschied, nämlich Escobar vertreibt die Geräte nun wirklich für einen unglaublich unrealistischen Preis, in dem Fall halt 400 Dollar. Hier haben wir einen Preis von 1889, also 890 Euro. Ich meine, das Gerät ist unterm Strich immer noch deutlich günstiger als eben das Samsung Galaxy Fold bei Saturn oder bei Samsung direkt oder bei Amazon. Allerdings auch deutlich teurer als das Angebot von Escobar. Vorbesteller im Moment des Auslieferung ist hier erst für Ende Juni halt geplant. Und ja, ich habe das alles schon nachgeprüft, hier noch in die Rückseite gezeigt. Und auch hier an den technischen Daten sieht man das dann auch. Okay, auch der 855er, bla 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 bla. Kriegt man also relativ schnell raus. Es handelt sich hier um das Samsung Galaxy Fold. Okay, Besonderheiten fand ich auch schön. Faltbar. So, ja, jetzt gucken wir uns noch den YouTube-Kanal an. Nee, das ist aber nur ein Trailer, der nicht gelistet ist. Von einem anderen Kanal vor allem. Nein! Ja! So, hier, NurtureTech Germany. Okay, also das ist der richtige Kanal. Und hier ist das Telefon. Ihr hört, da spricht auch jemand. Ist also hier schon synchronisiertes Video. Okay, das gucken wir uns jetzt hier an. Und ja, auch so die Rückseite, die ist ja hier auch golden und so. Und dann halt auch mit dem Logo. Das erinnert natürlich alles ein bisschen an der Escobar-Kampagne. Kann auch sein, dass es sich inhaltlich anlehnt. Dazu, zu den Gründen kommen wir noch. Ich habe nämlich dann auch, ich gebe noch einen Schriftwechsel. Schön. Witzig im Übrigen hier in den Kommentaren. Bin ich auf Ace Rising gestoßen. Hast du das Angebot vor mir entdeckt? 5 Tage. Vor 5 Tagen hat er ja schon geschrieben. Super nice. Und vor allem hier, Toni ist auch wieder am Start, um Krawall zu machen. Super. Also Stand jetzt gerade ist ein Online-Store aus Deutschland und vertreiben das Samsung Galaxy Fold für 900 Euro. So. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Halt das gleiche, was Escobar macht. Das heißt, ihr in irgendeiner Art und Weise mit einem Fake-Angebot halt Geld verdienen. So, jetzt haben wir eigentlich soweit alles. Das muss ich kurz überlegen. Das Ganze, das, ich meine, so ein Video muss immerhin strategisch korrekt aufgezogen werden. Das ist ja alles kein Zufall, was ich mache. Kommen wir jetzt zu den ganz gravierenden Unterschieden zu Escobar. Was das ganze Angebot komplett in einem anderen Licht stellt. Der Verkauf über Amazon. Also hier steht derzeit nicht verfügbar, was natürlich daran liegt. Habt ihr ja vorhin gesehen, Auslieferung im Juni. Das heißt, das ist nicht jetzt. Die haben einen ganzen Store hier auf Amazon, einen aktiven Store, so ist es nicht. Also es ist, da gibt es auch hier Kopfhörer und ein anderes Telefon. Warum wird denn jetzt hier gesponserte Sachen mit eingestreut? Das ist immer voll nervig. Und auch Cases und so weiter. Ah ja, hier. Genau, Bewertungen gibt es auch. Also der Laden existiert schon, die haben auch schon verkauft. Also es ist jetzt hier nicht Gründungsdatum März 2020.
Und never soll ich denn sagen, ich meine, über Amazon muss ich eigentlich nicht viel erzählen, weil wenn man hier was bestellt, dann genießt man natürlich den Amazon-Käuferschutz. Das zweite, das habt ihr aber bestimmt auch schon gesehen, PayPal. Und bei PayPal ist es halt genau das gleiche. Wenn man halt über PayPal bezahlt, naja, dann genießt man den PayPal-Käuferschutz. Die dritte Sache ist, die haben ja auch ein richtiges Impressum, das kann man sich halt durchlesen, wenn man Zeit dafür hat. Und da ist halt eine ladungsfähige Anschrift. Das heißt auch hier, das ist ja auch der Unterschied, eben zum Beispiel zu Current Enterprise, wie hieß dieser Laden, die sitzen dann, die sitzen in Hongkong, die sitzen in Lettland, denn das sind wahrscheinlich auch bloß Briefkastenfirmen. Da hat man also, naja, nicht viel Möglichkeit. Das gleiche gilt auch für Escobar. Ja. Escobar erstmal auch sitzt im Ausland, ist natürlich dann schwierig, wenn man gerichtlich dagegen vorgehen würde, juristisch. Und die andere Sache ist halt, dass viele das bei 350 Euro nicht machen werden. Bei 900 Euro wird hier aber die Bereitschaft zur Klage natürlich wesentlich höher sein. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ganze hier fake ist. Auch wegen der Tatsache, dass man über PayPal bezahlen kann. Oder dass man das Gerät, wenn es einen halt als zu unsicher erscheint, halt über Amazon bestellt. Und da genießt man halt den Käuferschutz. Jetzt habe ich den Jungs halt geschrieben. Gibt es hier auch eine Informationsadresse? Ja, das war glaube ich auch hier bei ihm. Ja, genau, hier steht ja auch die Adresse. Habe ich hingeschrieben und habe halt gesagt, na hier, wie sieht's denn aus? Wie gesagt, ganz am Anfang dachte ich, okay, es ist eine reine Trollaktion, die sich halt ein bisschen an Escobar anlehnt. Dann dachte ich, okay, es ist halt eine Scam-Aktion, bis ich halt gemerkt habe, ah, es gibt hier aber richtig technische Daten. Ach Quatsch, bis ich dann gemerkt habe, es gibt hier halt ein richtiges Impressum, wo was drin steht. Wir hatten ja bei den ganzen anderen Scam-Angeboten, ich habe ja schon viel darüber berichtet, über Scam, hatten wir ja rausgekriegt, dass meistens, gerade in den ersten Angeboten, da gab es gar keine Adresse. Da hat man gar nicht rausbekommen, wer ist denn eigentlich, wer vertreibt denn das überhaupt? Schön. Also hier, das ist halt ein Store in Deutschland. Und ja, ich habe die auch angeschrieben, habe auch sehr schnell Antwort bekommen. Ja, also jetzt nicht wie bei Current Enterprises, also ein Deutscher, und denkt so, okay, da hat doch irgendwie der Google Translator die Finger mit im Spiel. Dann habe ich natürlich ein paar kritische Fragen gestellt, wie das Ganze halt zum Beispiel finanzierbar ist. Ja, und was der Sinn und Zweck hinter der Sache ist, ist ja, glaube ich, so, ich glaube, die Motivation damit beginnt ja überhaupt. Warum sollte man für so wenig Geld ein Telefon verkaufen, wenn man es halt für das Doppelte verkaufen könnte? Ja. Und die Begründung, also es ist jetzt so, ich bin jetzt nicht so Sprachrohr jetzt für NerdyTech, es dürfte klar sein, aber ich teile jetzt lediglich die Informationen, die ich selber bekommen habe, okay. Also die Motivation ist in dem Falle, die Marke zu bewerben als Art Marketingkampagne. Eigentlich sozusagen den gleichen Effekt zu erzielen wie Escobar, mit dem Unterschied, dass es bei Escobar nicht ganz so zieht, weil, naja, von sich reden machen, aber dann die Geräte halt nicht ausliefern. Naja, da macht man schon von sich reden, vor allem ja, vor Gerichten, aber in der Theorie, deshalb habe ich die Theorie bei Escobar ja schließlich auch aufgestellt, in der Theorie wäre das tatsächlich eine wirksame Marketingkampagne, dass man eben diese Marke deutschlandweit, letztendlich auch europaweit, halt bekannt macht, indem man halt für 900 Euro halt Folds verkauft, ne? Also Samsung Galaxy Folds. Das Gerät selber ist ja echt ein Aufhänger, halt auch so medial. Okay, sprich, die kaufen die Geräte halt ein, verkaufen die wieder, machen daran aber kaum Gewinn. Dann habe ich gefragt, die Großfrage, woher die finanzielle Schlagkraft, um so ein Projekt realisieren zu können? Na, das ist eigentlich mit so die wichtigste Frage. Bei Escobar ist klar, also der Bruder, der Pablo, der war ja mit seinem Geschäftsmodell, also bis er inhaftiert wurde, war er ja ziemlich erfolgreich gewesen und dürfte einiges, also der Familie an Reichtum gebracht haben, ne? Das heißt, da kann man sich das schon ausmalen. Da wäre der finanzielle Hintergrund da braucht man nicht zu fragen, wo habt ihr eigentlich das Geld her? Aber bei einem Online-Store aus Deutschland, der jetzt nicht gerade Amazon oder eBay heißt, da muss man natürlich schon mal nachfragen, wie das Ganze finanziell umgesetzt wird. Und es ist in dem Falle limitiert. Was für mich dann auch wieder irgendwo logisch ist, und zwar auf 25 pro Stück. Ach Moschus, es ist schon zu spät, außerdem habe ich echt Hunger, ich habe nur gefrühstückt. Auf 25 Stück, das wollte ich schon wieder sagen, auf 25 pro Stück. Auf 25 Stück pro Monat ist es limitiert, okay. Ne, 25 Stück ist jetzt natürlich nicht so viel. Ich will nicht wissen, wie viel Escobar an Bestellungen reinbekommen hat. Die verkaufen das Ganze ja schließlich weltweit und das auch noch für 399 Dollar, also bedeutend günstiger, als der Store hier tut. Das heißt, Escobar hat wahrscheinlich tausende, vermutlich eher zehntausende Bestellungen noch offen. Und da könnt ihr euch ja hochrechnen, was das dann für eine Summe unter dem Strich dann halt ausmacht. Ich werde es natürlich weiter beobachten, für den unwahrscheinlichen Fall, Love Android, dass du das Video hier siehst, kannst mir ja mal schreiben, dann können wir das Ganze mal ein bisschen beobachten. Ich habe selber schon überlegt, ob ich eine Bestellung auslöse, nur ist es ganz so 889 Euro, also ich habe ja schon ein paar Mal so erwähnt, ja, mein Kanal ist jetzt nicht unbedingt so groß, deshalb stelle ich auch nie Produkte vor, die wirklich sehr teuer sind, also, naja, mache ich schon, aber die kriege ich immer leihweise von Train Chen Chen, deshalb bin ich, was halt teure Produkte angeht, auch nur von Train Chen Chen abhängig, dass die mir halt Leihgeräte schicken, die kann ich zwar nicht behalten, aber ich kann es vorstellen, dafür ist mein Kanal schon nicht da.
So, alles, was ich selbst kaufe, das, ich kaufe ja viel selbst, aber das ist mal so, also im 100-Euro-Bereich. Bei 900 Euro muss ich halt erst noch sehen, ob ich auch hier wieder, ob ich dann hier auch das mich da wieder zur Verfügung stelle, ne? Und das B stelle. Da muss ich dann erst mal, ja. Ich meine, bis Juni ist ja noch ein bisschen Zeit. 25. Juni, deshalb muss ich die Entscheidung ja jetzt nicht treffen, weil bis dahin passiert eh nichts. Bis dahin könnte ich euch auch keine Updates liefern. Was soll ich denn sagen? Hey, Moschus wieder. Hat sich nichts geändert. Bis zum nächsten Video. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Das wäre natürlich Blödsinn. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ne, werde ich nicht. Wie gesagt, es gibt da jetzt eigentlich viel mehr nicht zu sagen. Ne? Ich habe, wie gesagt, ich habe mit denen gesprochen. Wir haben ein paar Mal hin und her gemailt. Und die Erklärungen waren für mich schlüssig gewesen. Gerade was die Limitierung angeht, weil bei Escobar ist ja Open End. Ne? Bei Escobar, da kann man in den Shop auch eingeben, 9.999 Smartphones. Nur bezahlt man das halt, wenn man reich genug ist. Und dann hat man halt eine Bestellung von 10.000 Smartphones bei Escobar offen, nicht wahr? Also das, plus die Tatsache, dass Escobar nur über die eigene Website vertreibt, plus, dass die Kryptowährungen Überweisung als einzige Zahlungsmethode angeben und keinerlei Absicherungen gibt, eben durch PayPal oder durch Amazon, und dass ihr noch in den AGBs schreiben, no refunds, also keine Erstattungen, ja, das macht das Ganze schon ein bisschen unseriös. Hier muss ich sagen, ist eben die Sache mit PayPal, hier ist die Sache mit Amazon. Ich meine, klar, mir wäre es viel lieber gewesen, wenn ich euch hätte sagen können, ja, hier ist ein Trittbrettfahrer, mach mich voll darüber lustig und so und hype das so ein bisschen und reg mich darüber auf. Also wenn es Scam wäre, richtiger Scam, dann wären die Bestellungen, also die Vorbestellungen Open-End möglich. Gut, okay, jetzt soll es erstmal gewesen sein. Ich verlinke euch meines findet ihr eh alles raus über Google. Ich verlinke euch mal den Store unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal durchlesen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Wie gesagt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich selber noch eine Vorbestellung halt auslöse, dann halte ich euch auf dem Laufenden, werde ich euch das halt auch noch mitteilen. Muss ich halt noch überlegen, ob ich das Projekt starte. Wäre natürlich sinnvoller, das zu machen, wieder stellvertretend für alle diejenigen, die wieder mal einen Klickfinger nicht ruhig halten können. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.